Herzlich willkommen, ein vorletztes Mal voraussichtlich oder vielleicht doch ein letztes Mal, wir werden sehen, zur total verrückten Rallye mit mir, dem Jaro 85 vom Knalltüten Gaming. Wir reisen nach Warschau, haben noch vier Felder vor uns und würfeln einfach mal ganz lustig drauf los im Jahr 74 und würfeln eine 6. Nach Warschau, das scheint hier oben zu sein, ja. Wir gucken mal, dass wir vielleicht können wir hier abkürzen. Nee, das wird so nicht. Aber wir können hier vielleicht rumfahren. Genau, wir haben ja eine Einfelderkarte. Damit könnten wir natürlich gewinnen. Auch wenn wir jetzt 232.000 miese gemacht haben. Killamenti ist noch zu weit entfernt. Und kommt nach Katowice. Schnuppe ist in Pressburg, würfelt eine 3. Und zieht eine Karte, nachdem er eine weggeschmissen hat. Verdoppeln weg. Zucker ran. Flui 89 mit Dr. Tran. Eine 1. Karten blockieren. Und Dr. Tran zerreißt eine Karte. Lili 07 hat noch 11 Felder vor sich. Würfelt eine 5. Und kommt auch nach Pressburg. So wie alle immer. Ich weiß nicht, irgendwas ist da magisches. Eddie Ende reist nach Wien. Klaut uns nix. Und vier Felder macht Knall. Somit hat Knall im Januar gleich mal gewonnen. Setzt ein Zeichen, winkt mit seinem Schnauzer und gewinnt Etappe 286. Ja, hallihallo Leute. Diesmal geht's nach Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien. Worauf wartet ihr noch? Start frei! So, da geht's jetzt nach Ljubljana. Tüte hat 10 Felder vor sich. Würfelt eine 4. Geschickt eigentlich mal der Wager kurz vorm Ziel. Schneeflug weg, Risiko ran, ist erstmal angesagt. Und im Januar führen wir den Laden an mit 90 Millionen. Auf Platz 2 jetzt Knall mit 39 Millionen. Auf Platz 3 Tüte, auch mit 39 Millionen. Und direkt danach Flui 89, auch mit 39 Millionen. Wir sind 12 Felder entfernt. Wir würfeln ganz normal, ohne Walzen. Eine 5. 1, 2, 3, 4 und 5. 23.000 für uns. Killamenti ist 9 Felder entfernt. Würfelt eine 4. Und der Sieg ist greifbar nah. Schnupe. Hat Zucker. Schmeißt einen Alliente in den Tank. Und braucht selber nur noch 5 Felder. Mal sehen, ob er es schafft. So, dann wird gewürfelt von Schnuppe und er würfelt aber nur eine 1. Flui macht Karten blockieren bei Lidi 07 und würfelt selber eine 6. Alles ganz knapp. Zwei Walzen. Und Elli bekommt 48.000. Lidi 07 braucht auch nur eine 5 und würfelt auch bloß eine 1. Elli Ende muss aussetzen. Und Knall. Auch 13 Felder. Und würfelt immerhin eine 3. So, was macht Tüte? Tüte braucht nur eine 6. Würfelt aber nur eine 4. Also ich tippe einfach mal, in der nächsten Runde, im nächsten Monat, wird es den Sieger geben. Deswegen würfeln wir ganz normal eine 3. Und verjuchteln keine Karten. Wir landen in Wien. Und Killamenti eine 5. Und würfelt auch bloß eine 1. Was ist denn hier los? Es können ja 5 mehr auf dem Würfel. Stube braucht eine 6. Und würfelt eine 6. Somit hat Stube diese Etappe auch. Das ist auch. Er hat gewonnen. Im März. Das geht ja wirklich schnell voran. Alle wollen sie nach Hause. Und Stube gewinnt Etappe 287. Einen wunderschönen guten Tag. Diesmal geht's nach Riga, der Hauptstadt von Lettland. Los, los, los. Worauf wartet ihr? Ab geht's. Das ist wieder etwas weiter entfernt. Flö 89 nimmt zwei Walzen, hat nur 29 Feldern und würfelt bloß eine 3. Verliert, nee, gewinnt 44.000. Und ein Grundstück hat sie dennoch verloren. Lidl 07. Mit einer 1. Wie immer nach Pressburg. Elli Elfried. Eine 2. Knall braucht sogar nur noch 14 Felder. Und würfelt eine 1. Das ist nicht so schnell. Tüte nimmt 5 Walzen. Das ist nicht sehr clever.
25 auf den Feldern und würfelt immerhin eine 15. Das klingt ja nicht schlecht. Kommt an der Schweinefarm vorbei. Und ist 11 Felder entfernt, nachdem er eine Goldkarte gezogen hat. Ist alles unverändert, Schnupe kommt langsam nach oben. Und wir sind 20 Felder entfernt, das ist für uns gleichbedeutend mit 5 Walzen. Einer 15. Na gut, los geht's. Somit stehen wir kurz vorm Ziel. Ist sogar machbar. Fahren das mal nach oben. Und ziehen sogar eine Karte. Eine 2-Felder-Karte, okay. Kilometer, er hat noch 19 Felder. Würfelt eine 2. Und verliert 116.000. Schnupe. Eine 5 für Schnupe. Fährt über die Grenze. Bekommt einen Fiskus. Mal sehen, wer den auf die Backe kriegt. Florian 80 hätte uns wahrscheinlich auf die Backe gepackt. Aber sie hatten zum Glück nicht. 130.000 Verlust. Und nochmal 170.000 Verlust. Oje. Oh yeah. Lidino 7 mit einer 4. Bekommt 60.000. Ellie End. Mit 22 offenen Feldern und einer 1. Bekommt er 3 Walzen. Knall. Braucht noch 15 Felder. Würfelt eine 5. Braucht natürlich jetzt nur noch. Ah ne. Falsch gerechnet. Er ist anders gefahren. Bei einer 11 Felder. So wie Tüte auch. Eine 4. Verliert 145.000 und gibt ab. An uns eigentlich. Wir haben 91 Millionen wieder. Wir brauchen eine 5. Haben keine 5-Felder-Karte, aber wir legen mal vor. Mal sehen. Wir würfeln eine 6. Na toll. Knapp vorbei ist auch daneben, ne? Eine 1-Feld-Karte. Na wunderbar. Ich wusste nicht, ob wir noch eine haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine. Und können den Sieg schon förmlich riechen. Killamenti. Schnupe würfelt eine 3, um wieder Geld zu gewinnen. 96.000, um genau zu sein. Und Dr. Faro mit Floy im Anhang würfelt eine 4. Jetzt hat Floy wahrscheinlich bald Dr. Drago los, aber Alien direkt vorher erstmal noch 168.000. 4 für Liddy. Wer eine Karte ziehen darf, 1 oder 2. Ellie nimmt 3 Walzen. Ist doch noch sehr weit weg. Und würfelt immerhin eine 13. Das verdoppeln fällt. Knall, war nur 11 Feld. Eine 4. Ich glaube, keiner ist so nah, dass er uns gefährlich werden kann. Somit können wir uns schon mal die Siegertafel schnappen. Tüte mit einer 1. Nach Minsk. Der Monat ist vorbei. Wir nehmen eine Einfeldkarte, die wir sogar tatsächlich noch hatten. Und gewinnen. Freuen uns riesig. Wir jubeln, was es Zeug hält. Über den Sieg von Etappe 288. Wir wollen und können wir nichts kaufen. Hallo Leute, auf geht's nach Brüssel, der Hauptstadt von Belgien. Man gibt mal ordentlich Gas und tschüssi. Nach Brüssel. Da weiß ich bis jetzt nicht, ob es da einen Flughafen gab. Deswegen riskiere ich es gar nicht erst. Alle anderen sind auch relativ nah schon. Von daher, wir nehmen einfach dann unsere Walzen. Fiskus geht auf Knall, der 3,9 Millionen verliert. Flügel mit der Drago und eine 1. 92.000 Verlust. 201.000 extra nochmal Verlust. Und die Lidl 7 mit 17 Feldern würfelt eine 6. Wir bekommen 89.118 Geldscheine. Oder Münzen. Wer denn? Und er die Ente. Würfelt eine 4. Knall mit 18 Feldern. Würfelt eine 2. Und verliert 97.000. Die Tüte. Verliert auch Geld. 73.000. Das war der Juni. Tüte ist auf Platz 2 und Schnupe sogar auf Platz 3. Und Knall ist durch den Verlust auf den letzten Platz abgesunken. Wir sind 23 Felder vom Ziel entfernt.
nehmen unsere 5 Walzen und hoffen ziemlich nah zu kommen. Eine 18, ne? Das geht doch. Da stehen wir ja kurz vorm Ziel schon wieder. Wir fahren hier lang. Über den Norden der Welt. Und bekommt Geld. 137.000 und brauchen noch 5 Felder. Mal sehen. Erstmal eine 2 für die Killer-Mandy, die nach Prag fährt und sich nichts kaufen kann. Oder will. Schnube. Ist in Katowice gelandet und Floy 89 mit Dr. Bravo. Braucht noch 13 Felder. Zieht weit. Bekommt eine Verkaufenkarte. Und Dr. Draco verliert mit Flois Geld 256.000. Die Lili würfelt eine 2 und verliert 45.000. Wahrscheinlich alle so viel Geld, dass wir Geld verlieren müssen. Eliente würfelt nämlich eine 5. Und ja, guck dir Katowice an. Knall. Und einer 5. Wir sind in Kopenhagen. Und Tüte. Im Juli nicht. So. Wunderbar. 138.000. Und wir führen den Laden mit 94 Millionen immer noch an. 5 Felderkarte haben wir ja nicht, deswegen hoffen wir einfach mal, eine 5 zu würfeln. Nur eine 2 ist nicht schlimm. Wir haben nur eine 3 Felderkarte. In Rotterdam wollen wir nichts und können wir nichts. Und irgendwo wird das überschwemmt. Der Fluss wahrscheinlich wieder übers Ufer getreten. Rotterdam direkt. In der Nähe von Köln. Tja, hat bloß Schnube getroffen mit seiner Altstadtkneipe. Passt. Erdbeben macht die Killer-Mandy in der Nähe von Prag. Uns hat alles DDD 07 getroffen. Was für ein tiefer Verlust. Schnube. Mit einer 1. Gibt's 120.000 und Dr. Drago mit Flori oder 8 Felder würfelt eine 2, verliert 72.000 und dann nochmal 210.000 an Knall. Die hat mal 11 Felder vor sich, würfelt eine 3 und landet in Hamburg, wo es nichts mehr zu holen. 11 Felder Ente mit einer 5. Knall. Würfelt eine 6 und kommt extrem nah. Auch trotzdem kommt jetzt nicht in die Quere, denn wir werden das Ding rocken. Tüte mit 13 Feldern wird auch keine Gefahr darstellen. So, wir führen den Laden natürlich immer noch an, nehmen unsere 3 Felderkarte und reisen ins Ziel nach Brüssel. Und wieder winken wir, grinsen ihr beide Ohren und gewinnen Etappe 289. Hier können und wollen wir auch nichts kaufen. Ja, hallihallo Leute, diesmal geht's nach Amsterdam, der Hauptstadt der Niederlande. Worauf wartet ihr noch? Start frei! Das ist ganz knapp. Killer-Mandy ist nämlich nur 13 Felder entfernt und ich glaube, da oben geistern noch andere rum. Das könnte jetzt eigentlich einen sofortigen Sieg bringen für jemanden, der da oben rumgeistert. Schnube nicht, Schnube ist zu weit entfernt, hat Dr. Drago, bekommt eine Weihnachtskarte. Und Dr. Drago beschert Knall jetzt schon Weihnachten mit 233.000 aus Schnubis Portemonnaie. Und Floy. Liddy baut noch eine 4, dann hat sie es geschafft und würfelt eine 3. Damit hat sie es natürlich nicht geschafft. Ellie, Elfriede, End. Waren noch 15 Felder. Alle ganz knapp dran. Heiße Kiste, die heiße Phase läuft. Knall hat eine Einfeldkarte und gewinnt. Kommt gesund in Amsterdam an. Zäusel den Bart oder Zausel den Bart und gewinnt Etappe 290. Noch 10 Etappen. Ja, hallihallo Leute. Los, los Leute. Diesmal geht's nach Bern, der Hauptstadt der Schweiz. Worauf wartet ihr noch? Start frei! So, jetzt geht's nochmal zum Bernd. In den letzten 10 Etappen. Tüte fährt nach Hannover. Wir füllen den Laden ein. Tüte auf Platz 2 und Schnupe auf Platz
3. Wir haben 9 Felder vor uns. Sieht gut aus. Und würfeln eine 5. 1, 2, 3, 4. Und bekommen eine Karte. Weihnachten. Da wir genug Geld haben, werden wir die Karte höchstwahrscheinlich nicht ausspielen, sondern lieber ziehen. Außer wir müssen sonst wohin. Schnuppe, braucht nur eine 10. Aber fast wie 10. Wird Dr. Drago los, ein Tag Elementi und braucht jetzt nur noch 5 Felder. 89. Braucht noch 8. Nee, doch 8 Felder. Jetzt nur 3. Verliert aber ein paar Mark. Kommt nach Amsterdam und Ellie Ende mit 7 Feldern. Einer 5. Verliert er 147.000. Knall mit einer 3. Darf eine Karte ziehen. Steuerlos. Na toll. Und Tüte. Auch mit 14 Feldern noch. Alles ganz, ganz eng. Kommt nach Frankfurt. Und somit ist der Oktober vorbei. Wir führen den Laden nach wie vor ein und brauchen nur noch 4 Felder. Wir haben aber keine 4 Felder, ne, eine 1- und 2-Felder-Karte. Dafür würfeln wir direkt eine 4. Ne, nur eine 3. Aber wir haben jetzt hier unsere 1-Feld-Karte. Wenn es zu weit kommt. Jetzt erstmal die Filamente dran, die noch 9 Felder hat. Dr. Drago zurück an Schnuppe gibt. Und Schnuppe braucht noch eine 5. Würfelt eine 3. Da kommt noch ein paar Mark. Und der Ereigniskarte wurde auch verbrannt. Flöhe89 hat die 3-Felder-Karte und gewinnt noch im November, kurz vor uns. Freut sich mit ihren roten Haaren und gewinnt Etappe 291. Hallihallihallo, diesmal geht's nach Belgrad, der Hauptstadt von Jugoslawien. Und auf die Plätze, fertig, los! So, dann geht's jetzt natürlich nochmal nach Belgrad. Die Linie 07 ist 30 Felder entfernt. Und jetzt noch 25 und gewinnt noch 49.000. Elli Etiastos Ente. Kommt nach Straßburg, dort gibt's nix. Und knall. Finde das genauso. Eine 6. 2 Walzen. Tüte, noch 24 Felder. Da weiß ich ganz genau, dass wir das Weihnachtsgeschenk einfach auslassen und Richtung Ziel ziehen. Risiko weg, steuerlos ran für Tüte. Das war der November, Flöhe89 ist wieder auf Platz 3 und wir haben 21 Felder und nehmen unsere fette 5-Walzen-Karte. Und wirfen immerhin eine 17 und stehen damit wieder mal kurz vorm Ziel. Hoffentlich klaut uns keiner das Ziel. So, die jagen uns hier sonst wohin. Und wir bekommen noch eine Karte. Eine Tschüss-Karte. Filament. Noch 17 Felder im Dezember. Würfelt eine 6. Und darf auch eine Tschüss-Karte bekommen. Schnuppe. Nimmt Weihnachten. Freut sich über 222.000. Und Flo ist dran. Würfelt eine 5 und landet in Münch. Litino 07 mit einer 5 und Dr. Drago wird ihn nicht los. Tja, und muss 81.000 Geld bezahlen. 5 für Eliente. Dann muss doch erstmal eine Karte ablegen. Verdoppeln weg. Zucker ran. Damit geht's weiter zu Knall, der 2 Walzen nimmt und eine 7 würfelt. 5 Felder für Knall. Und Tüte beendet das Jahr, wie immer, hat noch 18 Felder. Und damit geht's ab zur Auswertung. Hallo Kinder! So, legen wir los mit Spieler Nummer 1. Mit uns geht's wie immer los. Na, das ist doch ganz gut, Mensch, weiter so, das wird schon. Ja, sieht gut aus. Aber die 100 Millionen wollen wir trotzdem noch knacken. Da kommt schon der nächste Spieler. Die Killer-Menti. Oh oh, nicht gerade doll. Da habe ich leider schon bessere gesehen. Ja, das ist wahr. So, kommen wir jetzt zur Nummer 3. Das ist der Schnuppe. Ja, das ist ganz gut.
Manch einer wäre neidisch drum. Ja, 39 Millionen für Schnupe ist gut. Okay, machen wir das Quartett voll? Genau. Voll wie 89. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Ja. Weiter nun mit dem nächsten Spieler. Da klingelt auch schon ein Telefon. Ja, da sollte man vielleicht noch was tun. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Tja, das war die Lady 07. Und wir gehen und dann mal, war oder? Da noch Spieler Nummer 6. Die Ente. Das wird aber nix auf Dauer. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Genau, mach das mal. So, weiter im Text. Knall. Uiui, das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Übung macht den Meister. So, das war's dann auch schon. Na, das ist doch ganz gut, Mensch. Weiter so, das wird schon. Tüte gibt sich wirklich viel Mühe. So, dann wollen wir mal schauen. Tja, komm bitte. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Tja, wir haben uns ja auch wieder etwas erholt nach unserem tiefen Fall. Alle anderen verkauter Wäldchen hier drin. Und wir standen direkt ins Jahr 75. Und würfeln. Wir brauchen ja bloß eine 4. Und würfeln eine 6. Das ist ja nicht ganz eine 4. Ah, nach hier oben wollen die. Ah, hier wäre das Ziel. Mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie hier abbiegen. Genau, das passt perfekt. Gut gerechnet. Direkt gewonnen. Wink, wink, wink. Ein großer Wink. Und wir gewinnen Etappe 292. Hier gehört alles der Lady. Ja, hallihallo Leute. Los, los Leute. Diesmal geht's nach Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien. Worauf wartet ihr noch? Start frei! Nach Bukarest. Die Kilomenti nimmt direkt ihre 6 Felderkarte. Und gewinnt das Ding. Freut sich, winkt, wedelt die Haare in der Luft und gewinnt Etappe 293. Hallihallo! Los, los, Leute! Diesmal geht's nach Nikosia, der Hauptstadt von Zypern. Was denn, was denn, was denn? Ihr seid ja immer noch hier! Los geht's! Tja, weiter geht's nach Zypern. Schnupe legt los. Hat noch 30 Felder vor sich. Hupt alle Leute an. Und Flo 89. Nicht. L2. Nach Wien. Mit Dr. Drago. Nach Nürnberg geht's. Und 29.000 Verlust. Zucker macht Eliente bei der Kilamenti rein. Also nicht beim Kilamenti rein, sondern in den Tank von Kilamenti. So, wird Eliente darf nicht würfeln. Eine 5. Und es geht nach Wien. Knall. Mit einer 4. Kommt nach Pressburg, dort ist nix. Und Tüte. Würfelt eine 5. Und landet in Budapest. Und damit ist der Januar auch schon vorbei. Wir sind nach wie vor auf Platz 1 mit 99 Millionen. Auf Platz 2 Tüte mit 39. Und der Rest da unten drunter auch. 16 Felder sind es noch. Wir haben keine 5 Walzen mehr. Deswegen können wir ganz normal würfeln. Und zwar eine 2. Na toll. Hier ist nichts. So, Kilamenti muss aussetzen. Und Schnupe ist dran. Würfelt eine 6. Und heizt schnell davon. Würfelt eine 1. Die Linie 7 mit Dr. Drago. Auch eine 1. 51.000. Verlust noch. Extra oben drauf. Elfriede Ende mit einer 4. Doch eine Karte ziehen. Schlafen. Eins für Knall. Und Tüte macht den Februar komplett. Mit seiner 5. 25.000. Gewinn. Hier bleibt alles beim Alten. Wir haben die 100 Millionen bald geschafft. Was haben wir eigentlich hier noch? Ah, nichts Besonderes.
Eine 4 für uns. Und so das war Verlust 162.000. Und die Killerwende ist immerhin auch 15 Felder nur noch entfernt. Jetzt nur noch 13. Stupe macht Killerwende wieder einmal Zucker in den Tank, dass die Killerwende sich ja nicht bewegen. Tja, das war nicht so gut. Und er darf trotzdem noch würfeln. Eine 1. Eine Einfeldkarte. Kommt die Nägel weg, Karte. Und Lady 07 mit Dr. Drago würfelt eine 2. 168.000 Verlust. Und dann noch 99.000 obendrauf. Schlafen für uns, das war ja klar. Dankeschön, Elfriede Ente dafür. Das war nicht sehr nett. Gar nicht nett. Und eine 4. 136.000 hat Ellie Ende trotzdem verloren. Das war die Strafe, dass er uns schlafen geschickt hat. Und Knall würfelt eine 4. Muss die Karte nehmen. Ablegen. Steuerlos weg. Hau ab. Ran. Und Tüte. Landet in Bukarest. Und hier bleibt alles beim Alten. Wir schlafen, sehr schön. Killerwende hat zu viel Zucker im Tank. Na, wenn das so weitergeht, ist das ja auch schnell vorbei. Schnube mit einer 3. Eine Konferenz hat Schnube erwischt. Flöhe 89. Würfelt eine 3. Und verliert Klattner 136.000. Lidine 7 ist dran und Dr. Drago kommt erstmal mit dem Fahrrad zurück. Und freut sich. Eine 4 für Liddy. Die auf Budapest kommt. Und trotzdem Geld verliert. Durch Dr. Drago. Die Ente würfelt eine 2. Kommt ebenfalls auf Budapest. In Neapel stürzen mal wieder die Häuser ein. Und mal sehen, wen es erwischt hat. Florian 89. Wer kauft auch in Neapel? Knall. Würfelt. Eine 4. Und verliert auch Geld. 120.000. Ich glaube, jetzt haben sie alle so viel Geld, dass sie alles loswerden wollen. Tüte würfelt nämlich eine 3. Und muss eine Karte ablegen. Steuerlos weg. Versicherung ran. So, wir haben die 100 Millionen wieder geknackt. Sieht sehr schön aus. Und wir brauchen noch 10 Felder. Eine 2. Ja, das ist nicht sonderlich toll, aber na gut. 94.000 Verlust. Killerwende. Würfelt eine 5. Und wird um 92.000 ärmer. Schnupe. Auch mit einer 5. Und 83.000 für Schnupe. Flöhe 89. Zug, noch 17 Felder, würfelt eine 6. 82.000 Gewinn. Linie 7 mit der Kurbanke. Mensch, die machen das ja alle ganz spannend. Und das kurz vorm Ende unserer Rallye. Ist schon Wahnsinn. Die Ente. Würfelt eine 6. Und landet auf einem gelben Feld. Knallbar noch 17 Felder bis nach Nicosia. Würfelt eine 5 und macht relativ große Schritte. Muss die Karte aber trotzdem ablegen. Ein Feld weg, drei Walzen ran. Und Tüte dran. Würfelt eine 5. Verlust für Tüte. Und Tüte bleibt trotzdem Platz 2. So, wir haben noch 8 Felder vor uns. Würfel eine 5. Wenn wir noch eine 3-Felder-Karte haben, ich glaube, die haben wir sogar noch. Dann wäre das gut. Wir haben jetzt zumindest erstmal Punch. Und die Killerwende ist dran. Würfel eine 4 und ist auch ganz knapp vom Ziel.
verkaufen. Schnupe. Mit einer 3 in die falsche Richtung. Und mit 2 Feldern gut gemacht. Aber dafür 98.000 Geld gewonnen. Flui mit einer 1 eine Verkaufen-Karte gezogen. Wir kriegen von der Liddy Zucker und Tank, sehr schön, und Gewinnsel nicht. Ja, fast schon wieder ein bisschen deprimierend. Dankeschön, Liddy 07. Mit einer 2 zieht sie davon und Dr. Krakow immer noch an der Pelle. Was natürlich gleichzeitig Verlust bedeutet. Obwohl im Großen und Ganzen ist jetzt gute 20.000 Gewinn gemacht. So, Knall. Nimm 3 Walzen. Kommt ins Ziel. Sehr nah. Das war mir klar. Vielleicht kann er ja tricksen. Ja, offensichtlich nicht. Aber dennoch. 2 Felder vom Ziel und er hat eine 2-Felder-Karte. Also spätestens Knall wird das Ding rocken. Wir müssen aussetzen. Und die Kilometer hat noch eine gute Chance. Mal sehen. Und das alles im Juli. Erstmal Versicherung weg, Kredit ran. Und hier alles beim Alten. Wir müssen aussetzen. Und die Kilamenti würfelt. Eine 2. Und ist nicht im Ziel. 35.000. Verlust sogar noch. Schnupe im Juli. Würfelt eine 4. Fertig, die Pampe. Muss mal wieder eine Karte ablegen. Ein Feld weg. 1 oder 2. Ran. Mit ihren 12 Feldern würfelt eine 2 und verliert 38.000. Liddy 07 hat Dr. Drago unter 19 Felder, gewinnt 131.000 und verliert 128.000. Elfriede hat 10 Felder, 137.000 für Elli. Und Knall nimmt natürlich die 2-Felder-Karte und gewinnt endlich die lange Reise nach Nikosia. Und das war natürlich noch Etappe 294. Hallo Leute, auf geht's nach Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Na, dann gibt mal ordentlich Gas und tschüssi. Tja, dann geht's jetzt nach Vilnius am Arsch der Welt. Um es mal so auszudrücken. Und das dauert wahrscheinlich wieder. So, wir sind 31 Felder davon entfernt. Na gut, was soll man groß machen? Wir müssen würfeln. Und zwar eine 1, na toll. Und wir kommen schlafen. Klein Team mit 32 Feldern. Kann man fast davon ausgehen, dass diese Folge, diese Folge doch nicht die letzte war, sondern erst die vorletzte, wie eingangs angekündigt. Und dann wird wahrscheinlich die nächste Folge die letzte werden und dann wahrscheinlich auch nicht mehr so lange gehen, dadurch, dass ja nicht so viele Etappen sind. So, da kann ich aber jetzt schon mal sagen, dass die nächste Folge so lange gehen wird, bis ein Sieger verkündet wird. Und wenn das 2 Stunden dauert, da müsst ihr dann mal durch. Jetzt erstmal nicht in der Sieg mit Dr. Drago. Trotzdem noch auf dem Weg nach Vilnius. Und Verlust. Eliente. Mit einer 2. Knall. War noch 34 Felder. Alle sind ziemlich weit entfernt. Das ist ja Wahnsinn. Und Tüte Markus mit 31 Feldern. Wirft eine 2. Bekommt noch ein paar Cent. Und beendet den August. Wir führen mit 101 Millionen. Und haben 30 Felder vor uns. So, der obligatorische Nieser nach ein paar Runden und einer 3. 1, 2, 3. Wir verlieren 108.000 und die Kilamenti ist dran. 5. Das gibt eine Tschüsskarte für die Kilamenti. Und Schnuppe. Anzug. Auch mit einer 1. Ich glaube, die ganzen Würfel sind jetzt hier 5 von 6 ausgegangen. Der Flui, immerhin eine 4. Und einer Nessie-Karte.
Nummer 6. ...94.000 Verlust. Ab der Vertrago ist fort. Ellie Ente mit einer 1. Und 121.000 Gewinn. Knall. Mit einer 6, jetzt kommen langsam die hohen Zahlen wieder ins Spiel. Und 3 Walzen. Und Tüte im September. Hat noch 29 Felder vor sich. Würfelt eine 3. Und muss eine Karte ablegen. Kredit weg. Nimm ran. Wir führen. Nach wie vor, der erste hat die 40 Millionen geknackt, die hinter uns sind. Und das ist Tüte. Vilnius, 27 Felder. Wir würfeln eine 2. Sehr enttäuschend. Aber gut. Killer mit. Auch eine 2. Kommt eine Karte. Nachdem sie eine abgelegt hat. Kredit weg. Nessie ran. Und Schnube. Ist noch 22 Felder entfernt. Würfelt eine 5. Und zieht an der Killamenti vorbei. Um shoppen zu gehen. Was er aber nicht tut. Schnube ist auf sich nicht so der Shopping-Typ. 84.000 Gewinn für Floey 89. Und Dr. Drago verschwindet von Liddy. Jetzt setzen wir doch wieder. Und er kommt mit dem Auto zurück. Eine 6 für die Liddy. Die jetzt auch nur noch 6 Felder gleich entfernt ist. Und damit gleich sogar am Ziel. Vielleicht wird es dies ja doch noch ein Sieger. Jetzt ist erstmal Ellie Ente dran. Mit einer 3. Nicht verkehrt. Verdoppeln. Weg. Konferenz. Ran. Das könnte Ellie Ente natürlich einsetzen. Alles schön in die Länge zu ziehen. Knall macht eine 10. Das heißt, wir müssten Ellie Ende unbedingt die Karten blockieren. Und Tüte. Mit einer 3. Zack. Schneeflug weg. Hau ab, Karte. Ran. Alles am Alten. Wir bei 102 Millionen. Wir sind so weit weg, deswegen schicken wir Ellie Ente glatt mal schlafen. Nicht, dass er hier das Spiel sinnlos in der Länge ziehen will. Mit seiner Konferenzkarte. Jetzt würfeln wir erst mal. Eine 6, sehr schön. Kommen wir auch ein bisschen näher. So, hier oben geht's lang. Und wir landen in Bukarest. So, Killer Minty. Noch 21 Felder. Im November. Würfelt eine 6. Und sind trotzdem noch 15 Felder. Schnuppe. Hat noch 17 Felder vor sich und würfelt mit 2. Um 47.000 Geld einzustreichen. Flui braucht wohl noch eine 9. Würfelt eine 4 und ist ziemlich nah am Ziel. Aber vielleicht kann es jetzt die Lady 07 auch schon reißen. Indem sie eine 6 würfelt. Nein, sie würfelt nur eine 3. Hat eine 3 Felderkarte. Somit wird in der letzten Folge Ellie Ente, Liddy 07, höchstwahrscheinlich der Sieger. Eine 5 für Knall. Obwohl, es ist ja noch Dezember, wir haben ja erst November. Da könnte die Liddy 07 wirklich noch in dieser Folge den Sieg einfahren. Begeisternd. Tüte, geht shoppen? Nein, geht nicht shoppen. Dann nicht. Wir starten in den Dezember. Haben eine Weihnachtskarte, die wir jetzt natürlich auch nehmen können. Freuen uns über 202.000. Und die Killer Minty ist 15 Felder entfernt. Und würfelt eine 6. Bekommt 39.000 Geld. Und Schnube. Braucht noch 15 Felder. 2. Floey 89 hat eine 5 Felder Karte und schnappt den Sieg. Der liegt hier weg. Sie freut sich. Tierisch. Ich freue mich, Tierist. Alles freut sich. Auch zum Sieg von Etappe 295. Macht abkaufen, Floey. Hallihallihallo. Auf geht's nach Brüssel, der Hauptstadt von Belgien. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Na, dort ist Kinder in der Nähe. Das heißt, das wird alles erst in der letzten Folge geschehen, dass da ein Sieg kommt.
Es sind ja nur noch 5 Etappen. Die Ente. Mit einer 6. Trotzdem im Anmarsch. Er will uns verfolgen, was nicht sehr nett ist. Und knall. Ich habe Einnahmen von 45.000 und Tüte am Ball. Tüte beendet damit die vorletzte Folge mit 34.000. Hallihallihallihallo! Also, da hätten wir schon den ersten. Genau, mit uns geht's wieder immer los. Na, das ist doch ganz gut, Mensch. Weiter so, das wird schon. Ja, der wird nicht mehr passieren. Mal schauen, wie der nächste steht. Die Killermenti. Oh oh, nicht gerade doll. Da hab ich leider schon bessere gesehen. Vielleicht. Jetzt bin ich aber auf den dritten gespannt. Immer ist er auf Schnürke gespannt. Ja, das ist ganz gut. Manch einer wäre neidisch drum. Ja, Schnurbe plötzlich mit 40 Millionen. Super. Okay, machen wir das Quartett voll. Flo. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Auch mit 40 Millionen? Ja, okay. Weiter mit Nummer 5. Die 07. Du ja, da sollte man vielleicht noch was tun. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Genau, ist noch alles möglich. Und dann war da noch Spieler Nummer 6. Die Ente. Das wird aber nichts auf Dauer. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Genau. So, weiter im Text. So wie immer. Knall. Ui, ui, das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Das gab schlechtere. Und zum Schluss noch Spieler 8. Das ist jetzt zum Abschluss die Tüte. Na, das ist doch ganz gut, Mensch. Weiter so, das wird schon. Ja, Platz 2, glaube ich. Machen wir Diagramm nochmal. So, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Ich denke einfach mal, es wird sich nichts groß verändern. Es wird alles ähnlich bleiben, wie es jetzt ist. Und das, ob das wirklich so ist, wollte ich sagen, das seht ihr in der letzten Folge von unserer total verrückten Rallye. Bis dahin, macht's gut. Euer Jan. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.